So, und da sind wir auch schon wieder zurück in den Gefängniszellen im Keller. Eben noch den Timer starten. Weiter geht's. Wir haben hier noch ein bisschen was aufzuräumen. Ja, ist ja gut. Also auch so die Kleinigkeiten. Wie gesagt, die Grafik ist schon schick. Soundkulisse ist total genial, finde ich. Die Musik passt. Ist abwechslungsreich. Da haben die Jungs sich schon was Gutes einfallen lassen. Ih, Spinnen. Die finde ich nicht so schön. Schnauze. So, Inventar hatten wir. Genau, ist leer. Das Schild, da müssen wir noch ein oder zweimal für leveln, damit wir die Konstitution hochkriegen. Oh, ich denke mal, wenn wir hier durch sind, werden wir mindestens ein Level höher sein. Uah. C? Hilfe. Also irgendwo rechts auf dem Ohr höre ich noch irgend... Ach, da oben, da. Roch nicht. Ja, ist mir schon klar. Bäh. Zerbrochener Magnetstein. So, stumpfe Sägeklänge, die haben wir ausgerüstet. Nehmen wir mal mit. Verticken wir nachher wieder. Bäm. Platz. Eingesponnene Überreste. Ich sammle erstmal den Loot so jetzt direkt eine Runde, direkt eine Runde sofort nachgucken. Ich denke mal, sonst wird das für euch auch langweilig, wenn ich hier stundenlang... Ist er runter? Da geht's runter. Wenn ich hier stundenlang in meinem Inventar rumkrame und nicht vorankomme. Aber das Aussortieren muss ich immer wieder zwischendurch machen, weil sonst, habt ihr gesehen, so viel kann der arme Bob auch nicht schleppen. Aha, zweites Level. Devil's Equifier. Alter, seid ihr wahnsinnig? Hilfe! Also hier brauche ich noch ein paar Tränke. Es ist auch übertrieben hier. Ihr spinnt ja. Ja, sicher. Jetzt kommt noch die Dicke. Nächster Trank ist weg. Na los, geht rauf. Alter Falter, ey. Erstmal schnell hier raus. Spinnen die? Spinnen? Spinnen die Spinnen? Da haben wir denn ein Loot? Wie gesagt, also, auf ins Getümmel, auch wenn er dafür sein soll, der Bob, ist nicht immer die beste Lösung. Da haben wir denn hier zerbrochener Magnetstein. Jo. Können wir was kombinieren? Nein. Oh, mal die letzten von den Viechern kaputt machen. Oder sind das jetzt wieder alle da? Nee. Alter, das wäre ja bitter. Drei. Eins, zwei, eins. Zack. Oh, wo siehst du? Level up. Machen wir hier mal ein bisschen Platz. Reif. Ja, ist ja schön. So, dann gucken wir mal eben hier. Nö, ich brauche Rüstung. Wir haben gesagt, Konstitution für das Rundschild. Ach, wie viel? Ach du Scheiß, 148. Oh oh. Übrige Punkte 7. Hm, habe ich da einen vergessen? Keine Ahnung.
dann machen wir das hier mal voll. Ja, 13 ist gut. Hau noch ein bisschen in Konstitution rein. Weil... ...48 habe ich gesagt, ne? Wieso komme ich da jetzt nicht rein? Was? Wieso kann ich denn jetzt nicht... Waffenwechsel... Fähigkeitsfenster? Da ist er. Zwei Punkte noch. Tack, tack. Na, sind's 48? 49! Geil! 20% Wahrscheinlichkeit, 90% Schaden abzublocken. Ist etwas besser, würde ich sagen. So. Spinnies! Oh oh. Da sind sie. Naja, braucht immer nur 3 Schläge. Super. Aber ich hoffe, jetzt bin ich ein bisschen besser geschützt. Ich musste sehen, dass ich die anderen Klamotten ein bisschen hochlevel. Beziehungsweise die, na, wie nennt sich das? Elementarschaden. Etwas reduzieren kann. Das kann man mit diesen... Na komm schon. Ich schau mal gerade eben. Das kann man hier mit diesen... wie heißen sie jetzt? Aufwert-Items machen. Was haben wir denn? Konstantin, Raffinesse, Geist. Das ist zum Beispiel Schaden, Kälteschaden. Ich muss aber irgendwas... Reduziert Einfrierungsdauer, zum Beispiel gefrorenes Herz. Giftschaden, Giftschaden, 10% Giftschaden. Ich brauche aber was Passives. Haben wir nicht. Doof. Na gut, da muss halt ohne gehen. Wie viele Tränke habe ich noch? 5. Ah, sicher. Das schaffen wir. Taktischer Rückzug ist immer gut. Und ich blind reinrennen. Kann ich hier unten eigentlich schon... Nee. Das bleibt erst noch. Da haben wir noch nichts erweitert. Ah ja, gut. Die spucken wenigstens kein Gift. Zap. Mantel, Kordel und ein V-Skin. Nix. Geht. Mal gucken. So. Liegt da so ein Dutzend von denen. Na komm schon. Ja, zumindest kann man die in kleinen Gruppen holen. So, 2, 1, riesig.
mal hier. Auch nichts Wildes. Ja, kommt hier nur runter. Kriegt hier aufs Maul. Zack, der Stachel. Wo geht's hier hin? Aha. Da hinten sind wieder diese Einfrierdinger. Aber da kommen wir auch ganz gut mit klar. So. Ah, ich denke mal, drei Stück das geht. Noch weiter. Dann gucken wir erstmal hier oben. Wie gesagt, ich werde sowieso jede Ecke abgrasen. Nicht, dass mir noch irgendwas durch die Lappen geht. Ja, ja. Komm schon. Alter, der ist ja schon wieder voll. Mann, 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 ey. Schaden macht Minus. Kann ich was kombinieren? Jo, da ist was. Was war das? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall nichts komplett. Dann lohnt sich das auch noch nicht. Schätze mal, wenn wir hier rauskommen, sind wir Level 10. Weil es scheint nicht gerade klein zu sein. Ich gehe erstmal außen rum. Weil in der Regel, wenn das so aufgebaut ist, wenn es dann hier einen gibt. Da ist er, der Boss. Ich wollte gerade sagen, der sitzt dann irgendwo in der Mitte. Oh, oh, oh. Ach Gott. Level 10. Locker. Ich dachte locker. Ja, komm schon. Ein Trank. Hat gereicht. Na komm schon, du auch noch. Schnauze. Jo. Erstmal aufsammeln. I can't carry anymore. Schlappsack. Muss ich extra jetzt. Die wird schon ausgerüstet. Kann ich das hier ein bisschen optimieren? Wenn ich jetzt oben auf Autosortieren gehe, dann habe ich gleich keinen Überblick mehr. Das könnte mir passieren, obwohl. Eigentlich haben wir hier schon alles durch. Dann mache ich mal hier. Ah, super. Dann kann ich noch ein bisschen mitnehmen. Aber ich denke mal, wir müssen gleich wieder ein Gate aufmachen. My inventory is full. Weil sein Inventory voll ist. Was ist denn das? Mächtiger, morbider Foliant der Versengung. Aha. Schild. Rosser. Oder wie? Oder was? Feuerschaden, Konstitution, macht alles plus. Ja, und wie viel Schutz? Gar kein, oder wie? Oder was? Seltsam. Ein Ring. 10 Giftschaden, nett.
tauschen wir mal gegen den Ring der Erneuerung aus. Weil der hatte nur, ja, 1,9 Gesundheitsregeln und so, und der hat jetzt 5,5. Und bringt uns, ja, Energieregeneration, die brauchen wir im Moment noch nicht. Ja, es nützt nichts. Ich muss mal eben nach Hus. Achso, sollte auch schon durchgehen. Dann machen wir mal eben die Taschen leer, reisen zurück und räumen da unten den Keller aus. Ja, ja. Das war ein Fehler. Ich kann doch zurückkaufen, ne? Ja. Bitte. Nee, das bleibt. Das meinte ich mit dem Autosort, da kommt man Autosortieren, da kommt man so ein bisschen durcheinander. Stumpfes Kriegsball. Zack. Den Ring kann auch noch weg und das oben sind alles Bastel-Items. 2500 Eisenstücke haben wir schon. Naja, weiß nicht, ob das viel ist. Ich habe noch nicht so genau reingeguckt, was man sich davon kaufen kann. So, Map Boss ist zu Ende, ist weg. Und wir können noch, von da kommen wir. Ich drehe die Karte mal eben. So, das heißt, wir gehen jetzt hier oben rum. Greifen uns die Greifer. Platsch, platsch. Aber ich denke mal, so ganz viel werden wir hier nicht mehr finden. Na komm schon. Hallo? So wie zum Thema, so ganz viel werden wir nicht mehr finden. Ich pack das erstmal alles ein. Mit dem Erledigen des Bossgegners haben wir natürlich auch schon die Quest erledigt. Für Barnabas. Dem alten Wasserkopf. Aber mal eben schauen, was hier unten noch so rumliegt. Vorne. Ach, da sind wir rübergekommen. Da ist unser Gate. Hier unten. Da ist noch ein. Toll. Ein paar Handschuhe. Nehmen wir die Gegner noch mit. Bringen ein paar Punkte. So. Schön, ist schon schön hier mit den Wasserfällen. Nice. War's das? Jo, das war's. Machen wir eine Tür auf. Und ab zu Devil's Crossing. Taschen leeren und dann mal schauen, was uns der Barnabas gibt. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob die vorher sagen, was für eine Belohnung es gibt. Das kann weg. Das kann weg. Rüstung 36. Aber die Angelegte hat Bewegungsgeschwindigkeit und Chaoswiderstand. Wer macht denn Chaos? Ist das hier Chaos? Instabile Energien und sind mit ktonischen Wesen eingesetzt. Was sind denn ktonische Wesen? Ich glaube, die tauschen wir auch aus. Das heißt, Helm und Dings tauschen wir aus. Zwei Hände, habe ich gesagt, nutze ich nicht. Zwei Hände, die macht weniger Schaden. Gefrorenes Herz ist ein Bastelelement, wo wir auch schon eins von uns hatten. So, dann tausche ich die beiden Sachen eben noch aus. Ja. Weg mit dem Rotz. Und dann gehen wir mal hier unten zum Barnabas.
Ich hab mich drum gekümmert. Gut gemacht. Eine Sache noch. Nimm meinen Rucksack. Ah, cool. Rums. 100 Ruf Devil's Crossing Plus und Erweiterung des Gepäcks. Nice. Ah, hier. Auf der rechten Seite. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. Das heißt, wir können den ganzen Schmuck, den wir hier so zum Basteln sammeln, einfach mal rüberschmeißen. Und dann haben wir auf der Hauptloot-Seite, sag ich mal, auch ein wenig mehr Überblick. Boop. Klasse. Packen wir den Scheiß auch mal rüber. Ach komm, hier mal Autosort. Kombinieren kann ich da noch was? Nein, kann ich nicht. Das weiß ich nicht, was das ist. So, und damit haben wir wieder ein ganzes Stück mehr Platz-Loot. Und ich würde auch sagen, weil wir jetzt den Keller ausgeräumt haben, war es das auch wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Grim Dawn. Bis dann, tschüss.